Geschwindigkeitsdreiecke vom Radialventilator. Ich gehe davon aus, dass Sie die Geschwindigkeitsdreiecke vom Axialverdichter skizziert haben. Beim Axialventilator sollte man zwischen Verdichter und Ventilator unterscheiden, da der Verdichter auch noch dreidimensional gewundene Schaufeln hat. Skizziere ich hier kreisförmig den Eintritt des Ventilatorenlaufrades und hier den Austritt des Ventilatorenlaufrades. Hier der Austritt des Gehäuses mit der Gehäusezunge hier und dem Spiralgehäuse. Da hier strömt es raus, da strömt es rein. Meine Schaufeln kann ich hier noch rein skizzieren. Die in diese Richtung drehen. So, ich werde jetzt für eine so eine Schaufelpassage meine Geschwindigkeitsdreiecke dann skizzieren. Das male ich mal hier so raus. Dann hier einen fiktiven Drehpunkt, den Radiusvektor zum Eintritt und entsprechend meine Schaufel, die in diese Richtung rotiert, mein Radiusvektor zum Austritt, hier eine Tangente zu diesen Radiusvektoren als Hilfslinie noch und hier meine Anströmrichtung und meine Abströmrichtung. So. Dann skizziere ich nun die Geschwindigkeitsdreiecke. Und hier muss ein rechter Winkel halt sein. Das ist meine U1-Komponente, der dreht in die Richtung. Das ist mein W1, immer schön mit Vektorstrichen. Und mein C1 liegt auf dem Radius, ist teilfrei. Hat also keine Umfangskomponente. Am Austritt liegt mein W auf dieser Linie. Meine Umfangsgeschwindigkeit muss gemäß dem Strahlensatz halt größer werden. Ich deute das jetzt hier nur mal so ungefähr. Hier haben wir diese Länge. Das heißt also, hier oben wäre dann das etwa so lang. Also das passt hier schon ganz gut. So, das wäre meine Umfangsrichtung in meine Umfangsgeschwindigkeit am Austritt. Das heißt also dann W2 plus U2 ergibt C2 und dann hätte ich hier entsprechend mein C2 in U-Richtung. Ja, es gilt wieder, Y ist gleich U2 mal C2 minus U1 mal C1U und im Idealfall ist eben die Anströmung C1U gleich 0. Ja, danke schön. Das sind die Geschwindigkeitsvektoren vom Radialventilator.